Hallo, zu einem nächsten Beispiel bei exakten Differentialgleichungen. Und das Beispiel schreibe ich erstmal hin. Also das ist 3x² minus 2xy plus 2 plus 6y² minus x² plus 3y' gleich 0. Also diesmal handelt es sich nicht um eine separierbare Differentialgleichung. Wir müssen also diesmal die Methode der exakten Differentialgleichungen anwenden und können uns nicht zwischen zwei Methoden entscheiden. Und jetzt bezeichnen wir das hier mal wieder mit m und das hier mit n. Und dann müssen wir als erstes die Exaktheitsbedingungen testen und m soll jetzt ein Potential Psi abgeleitet nach x sein und n ein Potential Psi abgeleitet nach y und dann können wir uns die Exaktheitsbedingungen wieder aufschreiben. Das wäre dann m abgeleitet nach y, was ja Psi abgeleitet nach x und dann nach y wäre und das wäre dasselbe wie Psi abgeleitet nach y und dann nach x und das müsste n abgeleitet nach x sein. Also wollen wir das überprüfen. Also hier m abgeleitet nach y. Okay, das fällt weg, dieser Faktor. Und hier bleibt minus 2x. Und dieser Faktor fällt auch weg. Und was ist jetzt n abgeleitet nach x? Also da fällt der erste Faktor weg. Und hier gibt es minus 2x. Und der letzte Faktor fällt wieder weg. Und ja, die beiden sind gleich. Also die Exaktheitsbedingung ist erfüllt. Gehen wir zum zweiten Schritt. Da müssen wir jetzt das Potential Psi berechnen, indem wir Psi x, also m, integrieren. Also Psi von xy ist gleich Integral Psi x dx. Und das ist Integral m dx. Und das ist gleich, also fangen wir an, x hoch 3 Drittel mal 3 ergibt x hoch 3 minus, ja, im zweiten Summanden muss sich 2x integrieren, minus 2x. Es gibt also x Quadrat mal y bleibt stehen plus 2x plus eine Funktion h von y. Das ist jetzt unsere Integrationskonstante. Okay, und jetzt war der dritte Schritt, dass wir die Funktion h von y bestimmen müssen. Und das machen wir, indem wir jetzt n hernehmen. Also, auf der einen Seite ist n ja gleich 6y Quadrat minus x Quadrat plus 3. Und auf der anderen Seite soll es ja Psi abgeleitet nach y sein. Und wenn ich mir jetzt Psi ansehe, dann hängen nur diese beiden Summanden von y ab. Und der erste gibt minus x Quadrat und der zweite gibt plus die Ableitung von h. Wenn ich das Ganze etwas umschreibe, lösen wir es mal auf nach h' von y ist gleich 6y Quadrat plus 3. Und daraus folgt jetzt h durch Integration, also h von y ist dann gleich Integral h' dy. Und das ist dann gleich, also y Quadrat ergibt integriert y hoch 3 Drittel. Das heißt, da bleibt dann 2y hoch 3 stehen. Und 3 integriert ergibt plus 3y.
plus eine Konstante c. Und jetzt muss ich im vierten Schritt das Ganze einfach noch zusammensetzen und erhalte also, wenn ich h jetzt hier einsetze, dann bekomme ich phi von x, y gleich x hoch 3 minus x Quadrat y plus 2x plus 2y Quadrat plus 3y plus c. Und das ist konstant auf der Lösungskurve. Und hier bei zwei Konstanten, da reicht eine, also streiche ich c mal hier weg. Und dann ist meine Lösung also x hoch 3, wenn ich das jetzt noch etwas zusammenfasse, mal sehen, ob das geht. Nee, das ist schon eigentlich ziemlich komplett. Minus x Quadrat y plus 2x plus 2y Quadrat plus 3y gleich Konstante. Das ist jetzt wieder die Gleichung einer parametrisierten Kurvenschar. Das heißt, ich bin am Ende mit der Lösung dieser Differentialgleichung und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und dort kommen wir dann endlich zu einer neuen Klasse von Differentialgleichungen. Und also wieder wird es darum gehen, mit einem Trick diese neue Klasse auf exakte Differentialgleichungen zurückzuführen. Aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Okay, tschüss, bis dann.